So, das haben wir. Und jetzt suchen wir uns aus die Auffahrt zum Taxokreuz, und zwar mit Yamaha. Hier ist es schon, das Yamaha. Das zeigt uns die Strecke auf dieser ungefähr 16% steilen Strecke bis rauf auf ungefähr 1450 Meter Seehöhe. Noch einmal von unten weg über unzählige Kehren vorbei am Gasthof und rauf zum Kreuz. Insgesamt dauert diese Fahrt, ganz links unten sehen wir es, so 22 Minuten und eine halbe. Nehmen wir das wieder weg und schauen wir, wie lange das mit dem Highbike gedauert hat, und zwar mit dem AMT Pro in 27,5 Zoll. Wieder starten wir da unten, die Kehren beim Gasthof vorbei, letzte Einkehre, letzte Kehre, und oben sind wir bei 23 Minuten 17, also ungefähr 40 Sekunden bis 50 Sekunden langsamer. Jetzt ist die Frage, sind wir da generell langsamer oder war ein bestimmter Abschnitt? Daher gehen wir da in der rechten Liste her, klicken noch einmal Yamaha, bekommen da eine zweite Darstellung, in blau diesmal, und wissen, das blaue ist jetzt Yamaha und das rote ist der Highbike. Und die treten jetzt gegeneinander an. Und wir sehen schon auf den ersten Metern, dass der blaue sie absetzen kann. In den Kern ist es nicht anders. Es weitet sich sogar aus. Und da auf den langen, eher geraden Abschnitten ist der Rückstand, wie man links unten sieht, wie man rechts unten sieht, Entschuldigung, hier. Hier sehen wir es, das ist der Unterschied zwischen den zwei Kugeln. 55 Sekunden beträgt er. Nochmal ganz zurück am Anfang. Wir sind immer vorn, also es hat nie eine Situation gegeben, wo der blaue zurückgefallen wäre. Nochmal zurück, am Anfang waren wir auf 2, 3, 4, 5 Sekunden. Zähne, es weitet und baut sich immer mehr aus. Eine halbe Minute sind wir schon vorne. Am Ende der ganzen Kern sind es 50 Sekunden. Und da weitet es noch mehr aus, bis der blaue im Ziel ist und der rote noch deutlich davor, 55 Sekunden. Und jetzt sind sie beide drinnen. Die Angabe spielt natürlich keine Rolle, das hat nichts zu bedeuten da, weil der eine steht ja schon. Also, wir haben gesehen, zack, jetzt sind 54 oder 55 Sekunden ist der rote hinten und der rote ist der Highbike AMT Pro Fahrer.